Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic und einer weiteren Folge Scrap Z, der Show mit dem Lift, in der ich eure Kreativität anbete. Und wir schauen direkt in den Lift hinein. Was haben wir denn hier für wunderschöne neue Erfindungen? Mamphine, Arc T-Rex, also ich denke mal, es ist Mamphine, obwohl hier Mapfine steht, von Appickard. Hi Spielbär, ich habe dir Mamphine gebaut, der Rex aus Arc. Würde mich freuen, wenn du ihn vorstellst. Erbauer der Farmer 1000. Dieser Rex darf auf YouTube vorgestellt werden. Die Steuerung erklärt sich von selbst. Okay, die erklärt sich von selbst. Nice. Dann bilden wir das doch mal. Ja, meine Mamphine, mein krassester Rex in meinem Arc-Let's Play. Da bin ich doch mal sehr gespannt. Oh, das sieht wirklich aus wie Mamphine. Die Musterung, also die Farbe, Mamphine ist ja auch eher dunkel von der Färbung her. Und ja, das passt sogar tatsächlich in dem Fall. Das sieht auch echt aus wie so ein Arc-Rex. Vorne mit dem riesigen großen Maul und dem großen Kopf. Sie wippt so ein bisschen hin und her. Das ist sehr interessant. Schauen wir mal. Ich schaue sie mir nochmal an. Der Schwanz ist auch in viele Segmente unterteilt. Das ist auch sehr schön. Der wird sich bestimmt richtig cool bewegen auch. Und die Ärmchen, T-Rex-Ärmchen, die kleinen T-Rex-Ärmchen. Ja, cool, ein Dinosaurier in Scrap Mechanic, nicht schlecht. Nachgebaut, ein T-Rex, das ist ja der Wahnsinn. Und so schließt sich der Kreis zwischen Scrap Mechanic und Ark. Meine zwei beliebtesten Let's Plays, vereint in einer Erfindung quasi. Vielen Dank an der Stelle an den Farmer 1000. Eine super geniale Idee. So, jetzt machen wir mal die 1. Ah ja. Mit der 1 kann ich beißen. Da macht Mamphine ihren Namen alle Ehre. Ah, und mit W kann ich nach vorne laufen. Cool, wie das funktioniert. Krass, dass der nicht umfällt. Nicht schlecht. Ich kann sogar nach links und rechts steuern. Boah, wie krass kompliziert muss das bitte gewesen sein, das auszubalancieren. Ich weiß ja noch, wo ich damals mein AT-ST gebaut habe. Da weiß ich noch, dass das auch extrem schwierig war. Und der konnte ja auch maximal immer nur einen Schritt gehen, bevor er umgefallen ist. Und ja, der Farmer hier, der hat das einfach mal geschafft, dass der T-Rex laufen kann, ohne umzufallen. Und sogar Kurven drehen kann. Nicht schlecht. Das ist der Wahnsinn. Ich bin immer wieder beeindruckt, was ihr alles drauf habt. Muss man mal echt sagen. Und es sieht wirklich aus wie mein Rex in Arc. Das muss man mal sagen. Er hat einen Sattel. Er hat so ein Geschirr auch. Ja, er hat sogar diese kleinen Ventile da. Die hat er so als, ja, dieses Ding, was die durchs Maul haben. Ne, dass das festhält, das Geschirr. Das hat er auch nachgebaut. Nicht schlecht. Und auch so der Look von dem Rex hat schon was von Arc auf jeden Fall. Auch mit dieser abgerundeten Nase vorne. Das ist schon geil. Das muss man mal sagen. Das ist richtig gut getroffen. Der Wahnsinn. Ich meine, er kann jetzt nicht sprinten, so wie meine Arc-Rexe. Ja, die Rexe in Arc können ja auch so ein bisschen sprinten, aber der Wahnsinn. Ich finde das auch cool, wie sich die kleinen Ärmchen beim Laufen bewegen. Das ist sehr schön. Drehen wir es mal ein bisschen ins Licht, dann sehen wir es noch ein bisschen. Ja, schön. Der Wahnsinn. Kann ich eigentlich auch das Maul aufmachen, während ich laufe? Ja, kann ich, lol. Ich kann zuschnappen, während ich laufe. Das ist ja wirklich ein kompletter Arc-Rex. Ist das geil? Okay, wenn ich mal irgendwann einen Vergnügungspark aufmachen sollte, ja, in Scrap Mechanic, wenn ich das irgendwann mal machen sollte, dann ist das definitiv eine der Attraktionen. Ride the Rex. Ride Mamphine. Sehr schön. Vielen Dank an den Farmer für diesen coolen T-Rex. Vielen Dank. Und wir öffnen den Lift für die nächste Erfindung. Was haben wir denn hier, wo wir gerade bei Vergnügungspark sind? Ein Kirmeswirbler vom Professor Nikes. Hallo Spielbär, habe dir dieses Kirmeswirbler gebaut? Natürlich dürfen YouTuber wie Spielbär-LP diese Kreation vorstellen. Knöpfe. 1. Schwenkung seitlich. 2. Schwenkung seitlich. 3. Start. 4. Schwenk am Schwenken. 5. Schwenk am Schwenken. Andere Richtung. Ich hoffe, es gefällt dir und wünsche viel Spaß beim Erkunden und Testen. Vielen Dank an den Professor Nikes. Er hat es nochmal hingeschrieben, wie er ausgesprochen wird. Ich habe es, glaube ich, einmal falsch ausgesprochen in einer der letzten Folgen. Es tut mir leid. Ja. Ich spreche die Namen meistens, wie sie geschrieben werden. Deswegen nicht übel nehmen, wenn ich mal den Namen vielleicht nicht so richtig sage. Also,
Ein Kirmeswirbler, nicht schlecht. Wie gesagt, irgendwann muss ich mir mal aus diesen ganzen Erfindungen auch mal einen Vergnügungspark aufbauen. Ja, das ist der Wahnsinn. Da muss ich mal so einen kleinen Park zusammenbauen und das mal ein bisschen ausgestalten. Das können wir ja demnächst auch mal machen, tatsächlich. So als kleines Nebenprojekt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier haben wir Danger, Do Not Enter, Caution, Automated Facilities. Hier hat er die ganzen Knöpfe mal so voraufgebaut hier. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Dann sieht man das mal, dieses ganze Kabelgewirr. Alter Schwede, ich würde schon mal gar nicht durchblicken wieder. Das ist so krass. So. Machen wir mal die Tür auf. Ey, das ist cool. Habt ihr das gesehen? Wie das so wechselt hier? Nicht schlecht. Wenn ich innen bin, quasi, kann ich das dann... Ah. Das ist quasi hier der Maschinenraum. Okay, da sollte ich da lieber nicht reingehen. Weil da steht ja auch Danger, do not enter. Ich glaube, ich kann das Gerät... Oder das, die Attraktion von jedem Sitz aus steuern. Kann das sein? Es gibt ja hier keine zentrale Steuereinheit. Okay, dann machen wir das mal. Ich setze mich mal hier jetzt einfach hin. Erstmal nochmal von außen ein bisschen angucken. Ja. Ich hatte, auf den ersten Blick hatte ich ehrlich gesagt gedacht, das wäre einfach nur eine riesige Kinderschaukel oder so. Und dann habe ich gelesen, ah, Kirmeswirbler, okay. Dann ist mir erstmal klar geworden, was das überhaupt eigentlich sein soll. So, dann setzen wir uns mal hin. Und jetzt bin ich gespannt. Die 3 ist starten. Oh Gott. Oh krass. Ach du Scheiße, mir wird jetzt schon schlecht, ey. Free Camera. Warte mal. Wow, oh Gott. Oh Gott. Das ist jetzt ja hier die Verfolgerkamm. Ist das ja jetzt. Oh Gott. So, dann machen wir mal hier. 1 ist. Oh, hin und her wirbeln. Oh, oh. Oh, ho, ho. Oh, 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 oh. Na, jetzt machen wir hier. Die 3 ist in die andere Richtung wirbeln. Oh, ho, 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 ho. Oh, oh. Oh, Jesus. Oh, Gott. Genau, und jetzt schaukeln. Schaukeln. Oh, Alter. Oh, ich habe das Gefühl, die Drehung wird... Oh, Gott, wie die Kamera ausrastet. Wow. Wow, die Verfolgercam kommt. Oh, ob wir noch einen Überschlag schaffen heute? Nochmal in die andere Richtung. Ja, Überschlag. Und noch ein Überschlag. Und noch ein Überschlag. Oh Gott. Hui. Wow, mein Po verzerrt sich schon wieder so krass. Seht ihr das da hinten? Ich meine, man sieht es kaum, weil ich so hin und her wirbel. Aber mein Po verzieht sich. Er verzieht sich, er verzieht sich. Oh Gott, wie schlimm muss das aus der Ego-Perspektive aussehen? Ich zoome mal ran. Oh Gott. Strict Follow Cam. Oh Gott, Alter. Oh Scheiße. Oh Scheiße. So sieht das also für den Charakter aus. Nicht schlecht. Oh Gott. Oh Gott, und letztes Mal einen Überschlag machen. Muss nur gucken, welche Düse zündet eigentlich gerade. Oh. Jetzt andere Richtung Gas geben. Ah nein, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Nochmal einschalten. So. Und jetzt andere Richtung. Kommt da ein Überschlag zustande? Fast. Oh. Oh. Jetzt hat er einen Überschlag. Oh. Wuhu. Wow, Jesus! Oh Gott, da wird einem ja wirklich schlecht. Schnell ausmachen. Oh. Puh. Das ist kirmesverdächtig auf jeden Fall. Nicht schlecht. Also mit diesen neuen Kameraeinstellungen machen diese Kirmesattraktionen auch noch viel mehr Spaß, finde ich. Wie gesagt, ich muss mir mal so eine kleine Kirmes aufbauen. Irgendwann mal. Aus den ganzen Erfindungen, die ihr mir da eingeschickt habt. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank an der Stelle nochmal an Professor Nikes für diesen coolen Kirmeswirbler. Vielen Dank. Und wir kommen direkt zur nächsten Erfindung. Und zwar haben wir hier von Schnitzel P. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ein lustiges Haus. Dieses Haus dürfen YouTuber benutzen, sofern sie mich bei meinem Steam-Namen Schnitzel P. nennen. Erneut hochladen, kopieren ist verboten. Funktionen muss man selbst rausfinden. Kleines Easter Egg ist in der Badewanne. Schalter Nummer 2 drücken. Danke und viel Spaß beim Erkunden. Dann schauen wir uns doch mal dieses tolle Haus an. Ich muss erst mal gucken, ob es laggt.
Ist schon ein bisschen FPS-mäßig, muss man ein bisschen aufpassen. Ich würde sagen, ich baue mal hier so einen kleinen Turm auf. Hier so ein kleines Dingens. Und dann schweißen wir das mal an. Tatsächlich. Weil sonst sind, glaube ich, die FPS zu schlecht. So. Genau. Jetzt haben wir auch mehr FPS. Jetzt können wir uns das in Ruhe angucken. Welcome! Erstmal von außen. Es ist ein Klotz. Ne? Mit einem Türmchen hier. Muss man schon mal jetzt sagen. Also, es ist von außen jetzt nicht so spektakulär, aber mal gucken, ne, was innen so auf uns wartet. Meistens sind ja die Sachen, die außen nicht so toll aussehen, dann die Sachen, die sich von innen als wahre Schatzkammer entpumpen. Hier haben wir zum Beispiel, hier geht's ja schon los. Das sieht ja richtig cool aus, ne? Hier mit dem Schuhregal und dem ganzen Stuff, der hier oben drauf steht. Das sieht wirklich lebendig aus, tatsächlich. Hier kann man sogar Licht anmachen, kann sich die Schuhe angucken. Nicht schlecht. Da oben gibt's auch nochmal Licht. Aha, was ist das? Was das sein soll, weiß ich jetzt nicht. Sieht aber interessant aus, wie es sich so aktiviert, ne? So in einer Reihe und dann so rum. Nicht schlecht. Hör, was ist denn das hier? Das sieht ja witzig aus. Das kenne ich noch gar nicht. Das ist eine Eichel hier, oder? Sieht fast so aus. Wie eine aufgehende, die gerade keimt. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Das sieht aus wie das Esszimmer hier. Hier haben wir einen Knopf. Oh! Moment mal, das muss ich mir mal angucken. Wie hat das denn gemacht? Ach, ist das aufwendig. Krass, guckt euch das mal an. Jede Stufe von der Treppe hat ihre eigene B-Ring und das lässt sich dann so aus der Wand raus. Oh, das ist ja cool. Das ist ja eine geile Idee. Das sieht richtig optisch aus, wenn dann so die Treppe entsteht. Guckt euch das mal an. Nicht schlecht, nice. Hör, man denkt erst, ja, geht jetzt hier lang so und dann geht er hier aus der Wand. Auch schön mit dem Regal die Idee, ne? Dass dann hier erst so ein Regal ist und das verwandelt sich dann in eine Treppe. Das ist geil. Das ist cool. Falling Objects, was? Ah ja, hier kann man das Licht anmachen, ne? Oder? Na hier, da kann man auf jeden Fall das Bettlicht anmachen. Nachtlampe. Sehr schön, Schlafzimmer. Was ist hier? Das ist bestimmt die Küche, ne? Ah, ne, es ist Bad. Ah, hier soll es ja ein Easter Egg geben. Ah, automatische Toilettenpapierrollenabwicklung. Das ist natürlich nice. Auch schön, wie dann da im Hintergrund das Motorengeräusch kommt. Okay, dann setze ich mich mal in die Badewanne, ne? Vielleicht erstmal das Licht anmachen. Badewanne und Knöpfe. Ah ja, das ist die Tür und. Wow! Geil, ich kann meine Badewanne nach draußen befördern. Dann habe ich quasi einen Pool draußen. Das ist ja geil. Das ist ja mal eine geile Idee. Das ist schön. Kann ich an der frischen Luft baden. Man muss nur aufpassen, dass man auch viel Schaum im Wasser hat, weil sonst könnte es sein, dass die Nachbarn einen Schock kriegen und die Polizei rufen. Ja, geil. Das ist cool. Das ist eine coole Idee. Das ist nice. Das gefällt mir. So, hier haben wir ja auch noch einen Knopf am Tisch. Ah ja, das ist der Lichtschalter. Sehr schön. So, dann machen wir mal hier nochmal die Treppe. Aktivieren wir nochmal. Und schauen uns mal an, was da oben auf uns wartet. Gibt es hier eigentlich. Hier gibt es jetzt keinen Raum mehr, ne? Genau. Nee, hier habe ich, glaube ich, jetzt alles gesehen in der Etage. Das ist mit der Treppe ist eine saugeile Idee. Das ist echt cool. So, machen wir mal hier. Was ist das für ein Knopf? Das Licht, ne? Das war gerade. Ja, das Licht für die Treppe. Hier gibt es bestimmt auch wieder einen Lichtschalter. Genau. Das ist die Küche, okay. Nicht schlecht. Küche oben ist ein bisschen ungewöhnlicher, oder? Küche ist ja meistens eher unten, glaube ich, im Haus. Ist auch mal eine interessante Variation der Raumgestaltung. Ah, das Licht für die Arbeitsplatte. Das ist ein bisschen hell. Das steht auf. Ich mach's mal ein bisschen dunkler, damit es nicht ganz so überstrahlt. Weil bei 10 und 11, wenn dann viele Lichter zusammenkommen, die sich überschneiden, wird es immer extrem hell. Und da muss man dann immer so ein bisschen runterregeln. Kleiner Tipp am Rande für alle, die mit den Lampen noch nicht so klarkommen. Weil überstrahlendes Licht, das ist dann immer dann gerade bei hellen Flächen, wenn man seine Umgebung weiß eingefärbt hat, wie ich ja zum Beispiel bei meinem Sci-Fi-Gang-Projekt auch gemacht habe, da ist das dann immer so extrem weiß dann. Da sieht man dann keine Abstufung mehr so richtig, wenn das alles auf 10 strahlt.
Das ist immer noch ein bisschen überstrahlt tatsächlich, weil hier einfach ganz viele Lichtflächen zusammenkommen. Egal, das ist jetzt Wurst. Wir gucken uns das jetzt hier mal an. Ah ja, hier kann ich jede Herdplatte einzeln ansteuern, in unterschiedlichen Stärkegraden. Nicht schlecht. Hier können wir einen Ofen aufmachen, können wir einen Kuchen backen oder so. Oder einen Braten in die Röhre schieben. Nicht schlecht. Und hier gibt es noch eine Tür. Ah, nochmal ein Schlafzimmer. Das ist das Ehe-Ehebett. Das Doppel-Ehebett. Für die Vierer-Ehe sozusagen. Oder für die große Kissenschlacht. Hier ist Munition für die Kissenschlacht, ja. Und dann kann man sich hier richtig prügeln. Nice, sehr schön. Grünes Licht ist auch sehr beruhigend. Ah ja, da kann ich das Fenster sogar aufmachen. Nicht schlecht, kann ich frische Luft reinlassen. Coole Sache. Und hier kann ich nochmal Licht anmachen. Und was ist das? Ah ja, das Raumlicht insgesamt. Dann haben wir hier... Ich gehe mal lieber hier drauf, weil ich irgendwie ahne nicht, dass das vielleicht ein Aufzug sein könnte. Ja, wow! Das war... Ah! Nein, scheiße, jetzt bin ich, glaube ich, hier runtergefallen. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Ist das hier eine Treppe? Ah ja, okay. Da kann ich mich quasi rauskatapultieren lassen, auch schön. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank für dieses coole Gebäude an den Schnitzel-P. Und wenn ihr auch eine coole Erfindung habt, die ihr gerne in Scrapset vorgestellt haben möchtet, schreibt mir den Link zu eurem Workshop-Objekt in die Kommentare unter diesem Video. Die Beschreibung von eurem Workshop-Objekt muss enthalten eine Erlaubnis, dass ich euer Objekt auf YouTube zeigen und verwenden darf und wie ihr genannt werden möchtet, also eurem Namen, wie ihr genannt werden möchtet im Video. Sämtliche Links zu den Objekten, die ihr hier gesehen habt, befinden sich auch noch mal in der Videobeschreibung unter diesem Video. Dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bei allen, die etwas für Scrapset eingesendet haben und sage bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao!